Ja, und jetzt geht's weiter heute. Ich fahre jetzt zu Matthias nach Hause. Habe ja noch spontan zwei Karten bekommen für Racing Straßburg gegen FC Nantes. Und ich hole ihn jetzt daheim ab und überrasche ihn mit diesem netten Elsass-Trip. Mal sehen, wie er reagiert. Und jetzt geht's zum Überraschungsbesuch. Jetzt klingel ich mal bei Matthias und schau mal, wie er reagiert auf diesen Überraschungsbesuch von mir. Ach, braucht er wieder lang bis zur Tür? Hallo. Matthias? Hi Matthias, guten Morgen! Guten Morgen, was machst du hier? Ja, Überraschungsbesuch. Das ist super überraschend. Wir waren jetzt gestern in Freiburg, Europa League, und jetzt geht's weiter zu einem anderen Fußballspiel. Komm, schau mir an, auf! Jetzt ehrlich? Ja, komm, los! Geht's hin, Überraschung? Überraschung, los geht's, auf! Komm jetzt, aus! Los geht's! Jetzt sind wir im Auto unterwegs, auf der Autobahn. Matthias? Also wir sind auf der A5, Spannung steigt bei mir. Kann Richtung Schweiz gehen, kann Italien sein, kann Süddeutschland sein, kann Frankreich sein, könnte Belgien sein. Tja. Wann wird's aufgelöst? Ich meine, wir fahren jetzt einfach mal weiter hier auf der A5, bisschen Verkehr und ich würde mal sagen, überleg doch einfach auf der Fahrt, ob dir was auffällt. Tja, okay. Schauen wir mal, wo es hingeht. Spannung steigt weiter, dem Sonnenuntergang entgegen. Da vorne landet gerade ein Flugzeug und hier fahren wir über den Rhein. Tja, also im Auto vor uns ist die Stimmung schon mal sehr gut. Ja, absolut. Und das hat ein französisches Kennzeichen. Ja. Und es ist ein gelber Schal. Ja. Spannung steigt. Ja. Matthias, oder soll ich lieber Mathieu sagen? Wo sind wir? Ich kann es jetzt auflösen. Wir sind in Straßburg, heute. Alsass. Im Elsass. Racing Straßburg gegen FC Nantes. Und da lade ich dich heute Abend ein. Ein bisschen das mehr Emotion. Absolut. Kommt. Die Emotion kommt. Wir haben hier sensationell geparkt. Beim McDonald's haben wir uns reingeschlichen mit unserem naiven Deutsch. Haben sogar noch ein Big Mac dabei. Und jetzt gehen wir mal gleich Richtung Stadion. Direkt hier vom McDonald's Parkplatz kannst du direkt, könnt ihr am Stadion parken. Das ist Weltklasse und man bekommt nicht mal einen Strafzettel. Man muss aber schon etwas vorm Spiel kommen, weil die Straße hier wird abgeriegelt. Und ich höre da vorne schon ein bisschen Musik, eine Band. Da gehen wir jetzt mal vor und schauen, was es da Tolles gibt am Stadion. Vielleicht gibt es auch ein leckeres einheimisches Getränk. Wir freuen uns drauf. Hier seht ihr das Stadion. Ist heute total ausverkauft. Ja, los geht's in die Menschenmasse. Matthias, hat's funktioniert? Das war's avec le même billet. Le même? Oh. Hast du mir die gleiche geschickt? Matthias kriegt jetzt hier eine tolle Bemalung im Straßburg-Look. Mach mal schön drauf auf den Bart. Oh, Trevor! Sieht aus wie Chanel hier. Coco Chanel. Merci beaucoup, au revoir. Jetzt hat er auf jeden Fall schon mal die passende Bemalung. Und hier geht's auch ab. Chaka Chaka. Tolle Stimmung. Kaufen wir uns was, einen Schal oder so? Irgendein Mitbringsel braucht man natürlich, im Merk. Tolle Sache hier, in alle Größe, fantastisch. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel hier was dabei, Kettchen, toll. Es gibt alles im Fanshop. Matthias, hast du was gefunden hier? Ja. Was denn? Einen super Schal. Und wie liegt der preislich? Liegt bei 18 Euro. Ja, also dann nehmen wir mal zwei Stück mit und los geht's. Komm, du zahlst. Jetzt gibt's erstmal leckeres Bier hier. Matthias, auf Bierchen. Ja, jetzt geht's los. Los geht's, wenn wir hier denn eins kriegen. Qu'est-ce que c'est? Pierre du Moment. Lecker frisch gezapftes Blonde. Das ist fantastisch.
Also hier in Straßburg geht es richtig ab. Das ist eine richtige Volksfeststimmung. Die Leute feiern, trinken Bier. Matthias ist auch gut drauf. Super Stimmung. Und hier wird getanzt. Das ist schon ein Unterschied zur Bundesliga hier vom Stadion. Ein Tanz. Hier ist sogar mit DJ auf dem Vorplatz. Hier geht es richtig ab. Fantastische Stimmung. Yeah. Lecker, Flammkuchen, Getränke und Spätzle, geiles Essen hier im Elsass. Matthias, Flammkuchen, ich bin immer noch fasziniert. Absolut. Hier Musik, DJ lecker. Matthias erkundigt sich, wo denn unser Platz ist. Hier geht's hoch. Okay, so we are here to G-Center. Okay, not too long time. Jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt haben wir uns mit Bier und Essen gestärkt. Laufen mal hier unten ins Stadion an der Südtribüne rein. Was kann man hier sehen? Ja klar, Security. Aber vielleicht können wir mal einen kleinen Blick erhaschen. Bin mal gespannt. Erstmal auch hier in Straßburg. Wow. Schönes Stadion. Klasse. Schauen wir mal. Heute geht es gegen Norm, wie schon gesagt. Wir gehen jetzt mal auf unsere Plätze hoch und dann geht's weiter. Das nette Ordner hier reingelassen, dass ich mal hier eine schöne Aufnahme machen kann. Wow. Schönes Buchkästchen. Klasse. Wow, danke. Und muss sagen hier, sehr freundlich. Matthias, was sind deine ersten Eindrücke hier in Straßburg? Viel los, sehr freundliche Leute, macht Spaß. Hinter Mannschaften machen sich warm. Wir machen uns auch warm, gleich zum Spiel. Jetzt gehen wir hier die Treppen hoch zu unseren Plätzen. Wir sind im oberen Bereich. Da bin ich mal gespannt, wie die Plätze sind. Ja. Gehen wir mal da jetzt langsam hin. Angenehme Atmosphäre. Klasse. Mini-Aufzug, total lustig. Bringt hier die Gäste nach oben. Hier hinterm Stadion wird fleißig gebaut. Weiß jemand vielleicht, was hier hinkommt? Ich weiß es nicht, aber große Baustelle. Und ein lustiger Mini-Aufzug da vorne. Sieht ganz rein auf unsere Plätze. Durch die Kontrolle. Matthias hat die Premiere. Schauen wir mal. Klasse, das war eine tolle Sicht. Mannschaften machen sich warm. Straßburg gegen Nord. Ich bin mal gespannt, was es heute hier in Straßburg zu sehen gibt. Weiter geht's. Direkt an der Trainerbank, geiler Platz. Hier vorne die Interviews und hier machen sich die Mannschaften warm. Und komm, rein mit dem Ding. Ja, schön gehalten. Und der Nachschuss sitzt. Toll. Klasse Plätze hier. Und weiter geht's. Rein mit der Flanke und Abschluss. Hallo.
Wie geil ist die Stimme? Gib einmal! Wie geil ist die Stimme bitte von dem Stadion? Eine Frau, eine geile Stimme. 10 von 10 Stadionsprecher. Ja. Monsieur Patrick! Wahnsinn! Sobald hier ein Ball nach hinten gespielt wird, es steht 0-0, pfeifen hier schon einige Zuschauer. Also verstehe ich nicht ganz, aber naja, ich denke, zweite Halbzeit wird deutlich besser. Mathieu, wir sind ja in Frankreich, deswegen nicht Matthias, sondern Mathieu, hier im Stade de la Mainau. Bist du zufrieden mit deiner Einladung heute Abend hier? Ich bin sehr zufrieden mit der Einladung. Sehr zufrieden mit der Einladung. Stadion ist aus den 70er, 80er Jahre. Sieht man hier auch an dem architektonischen Beton und an der Architektur. Bist du zufrieden mit der ersten Halbzeit? Erste Halbzeit war schön.
Nord hat das Spiel dominiert. Zweite Halbzeit wird spannend, weil wir Richtung Straßburg-Tor sitzen und deshalb auch die Tore, die jetzt noch fallen, sehr gut sehen. Ja gut, dann freuen wir uns auf die zweite Halbzeit. Gehen gleich wieder rein, wenn wir uns kurz hier gestärkt haben. Freue mich drauf. Matthias, ich will jetzt einen O-Ton von einem Fan hier. Frag doch mal unsere Sitznachbarn, ob sie zufrieden sind. Absolut. Hier mit dem Spiel. Sind Sie zufrieden mit dem Spiel? Oh, nicht so gut. Nicht so gut. Sind Sie immer im Stadion regelmäßig? Und was denken Sie, wie geht's aus heute, das Spiel? 0-0? Oh, das wollen wir nicht. Yeah. Okay, wir wollen Tore sehen. Nee, ja, ich auch. Ja, okay. Boah, ja, wir haben Tore sehen. Boah. Straßburg. Normalerweise schießen sie eben. Ja, ja, jetzt zweite Halbzeit, sehen wir die Tore an. Ja, ja, ja. Sehr gut. Bei der Hälfte los. Wir hoffen hier noch auf einen Heimsieg. Mein Tipp ist realistisch. Ich hoffe ganz arg auf 3-0 für Straßburg. Schauen wir mal, was passiert. Ein bisschen Feuerwerk. Fällt mir immer recht gut, solange es so ja, kontrolliert abgebrannt wird wie hier. Scheiße, und da ist 0-1 gefallen. Scheiße, jetzt wird es schwierig. 0-1 für Norden in der 50. Spielminute. Und es 0-2. Ja, da freut sich natürlich hier der Torhüter. Und die 58. Minute des 0-2. Meine Güte. Ich glaube, das geht ja nicht gut aus. Und unsere Tipps sind deutlich daneben. Das Pfeifkonzert finden natürlich die Fans nicht so toll, wenn es 0-2 steht. Jetzt wird es richtig schwierig, hier noch was zu holen. Ich glaube, beim besten Willen leider nicht mehr dran. Ja, bald ist das Spiel vorbei und die Zuschauer verlassen das Stadion schon vor Abpfiff. Aber ehrlich gesagt kann man dem Mann einen Vorwurf geben. Es hat einen jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen und Straßburg, ja, da fehlte heute doch einiges. Passiert. Ah, schade. Feuerwerk war auf jeden Fall gut, ja. Vielleicht passiert noch was. Ah, komm, wir drücken jetzt mal ganz fest die Daumen hier. Auf jetzt, Ecke nochmal. Hä? Und sie pfeift ab. Gelbes Pfeifkonzert. Schlusstreffer kam, leider zu spät. Straßburg, Nord 1-2. Ja, schade drum. Wir scheinen den Heimteams nicht so viel Glück zu bringen. Ja, wenn ihr mal wollt, dass eine Heimmannschaft verliert, ladet uns gerne ein als euer Glücksbringer. Vorbei, Niederlage. Unsere Sitznachbarn sehen auch nicht so glücklich aus, Matthias. Etwas müde. Scheint nicht zufrieden. Ah. Au revoir. Zufrieden, oder? Ja, und da liegt die Mannschaft Pfeifkonzert.
scheinen hier in Straßburg noch recht hoch zu sein nach schnellem Offensiv-Fußball. Jetzt haben wir es ja ans Spielfeld geschafft. Matthias, bitte nochmal dein Fazit obligatorisch und in laut. Sehr kritisches Publikum. Sehr kritisches Publikum, traditionelles Stadion. Spiel war eher seicht. Aber zufrieden kannst du Straßburg empfehlen? Straßburg super zum Herkommen, toller Parkplatz, schöner Sitzplatz. Alles ein bisschen in die Jahre gekommen hier. Aber Feuerwerk wird gerade mal nachgespielt. Das ist grandios. Genau, die Intro-Show war genial. Kann man nichts sagen, ja. Und natürlich Nord feiert jetzt. Wir noch in der Zone bleiben, wo Interviews sind, wurde jetzt freundlich herausgebeten. Ehrlich gesagt, ein bisschen Hunger. Vielleicht werden wir uns jetzt hier noch ein schönes Lammkuchen gönnen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Nachdem wir ja zu Beginn einen sehr typisch französischen Big Mac avec le Free gegessen habe. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier noch was kriegen. Wahrscheinlich eher ja, weil wenn die Heimmannschaft verliert, dann sinkt der Appetit und der Konsum wahrscheinlich deutlich. Ja. Schauen wir, ob wir noch was kriegen. Ein bisschen Hunger. Landestypisch gönnen wir uns jetzt noch eine Tarte Flambé, auch bekannt als Flammkuchen. Hier schön in Holzofen. Ah, bin ich mal ein bisschen schneller. Ruhig viel Speck drauf bei uns. Und da hinten kommen sie frisch in den Ofen rein. Ja, fantastisch. Matthias, organisier mal bitte Stö, Tarte Flambé. S'il vous plaît. Très bon. Merci beaucoup. Geht's, Matthias? Ja, hier da. Oh, jetzt haben wir unseren Flammkuchen. Matthias, du bist der Vorkoster. Ja, bitte. Test jetzt. Wie schmeckt er? Was hat er eigentlich gekostet hier, der Spezialflammkuchen? Der Flambé, 9 Euro. Okay, probier mal. Schnell. Und? Lecker. Ah. Also, weiter geht's. Jetzt ist auch mal ein Stückchen hier. Nach einem leckeren Flammkuchen war wirklich gut, machen wir hier nochmal eine Außenbegehung vom Stadion. Also wie gesagt, Atmosphäre genial und werden wir definitiv wiederkommen gegen PSG oder Marseille. Schauen wir uns das nochmal an. Also hier hinterm Fanblock, richtig geil gemacht. Gibt es lauter Stände, Flammkuchen, Crepe. Richtig tolle Atmosphäre hier am Stadion, kann man gar nichts sagen. Spätzle. Also es hat hier richtig Flair, das ist richtig 80er, 90er Fußball-Flair hier. Gefällt mir richtig gut. Ja, schön war's. Jetzt gehen wir zum McDonald's-Parkplatz und schauen mal, ob unser Auto noch steht und ob es nicht abgeschleppt wurde. Aber in der Regel kann man ja parken. Das ist unser absoluter Insider-Tipp. McDonald's direkt am Stadion. Heim geht's. Aber locker, man wird.